Also nicht nur Licht wieder anschalten, sondern hier mal hoch die Kette spannen. Warum ist denn die so locker jetzt auf immer? Ist sie gerade unten? Meine Güte, ist ordentlich nach vorne gerutscht. Das Rad habe ich glaube ich mal verkauft, man sieht. War ja nicht teuer. Alter, so eine Kette. Aber so habe ich das nicht verkauft. Na, wie auch mal. Spannen wir mal die Kette. Der Auftrag für heute ist Kette spannen. Sind da links 2 Euro, 3 Euro. Ich lasse mir Zeit und nehme 3,50. Kaffeepause muss bezahlt sein. So, einmal Kette spannen. Wie aufregend! Na, doch lacht der Tommy. Nachher stürmen sie in die Bude mit 150 Millionen Aufträgen. Und straff. Wir stellen, das ist eine 7-Gangs-RAM-Schaltung, wir stellen auf Gang Nummer, na, wer weiß es, na, wer weiß es, na, wer weiß es? Wer weiß es? Wer weiß es? Keiner weiß es. Gang Nummer 4. Erstmal auf Gang 0 und dann... Also 1, 2, 3, 4. Gang 4. Das haben sie im Gang. Gang 4. Dann stimmt das hier überein. Ich zeig's mal im anderen Video. Da, das stimmt so überein. Das ist so gerade. Ja, dann können wir es rausnehmen. Genau. Lösen die Schraube. Die Schraube da. Ah, ist ja furchtbar. Ich stell das mal hier. Die Schraube hier. Lösen. Abziehen. Hängen lassen. Das rote Ding aus Sicherheitsgründen raus mit Schaltstift und allem anderen hier. Das rote Ding, nehmen wir auch was. Mal Doppelerklärung auf beiden Kameras. Einfach nur, damit wir es nicht kaputt brechen, wenn wir jetzt mit dem Maulschlüssel rannehmen. Kostet halt, oh Geld, nicht viel, aber kostet halt Geld. Oh, das ist ganz locker. Springt freiwillig schon nach hinten. Lösen wir die Achsmutter auf der einen Seite. Wir lösen die Achsmutter auf der anderen Seite. Dann lösen wir noch den Bremsanker. Eieiei. Dazu benötigen wir 2 10er Schlüssel. 2 10er Schlüssel. Ja, an so einem Tag, wo so ja nichts zu tun ist, ist natürlich. Kann man auch mal so ein Video machen, so lange. Langeweile, wie spannend Kette Video. Wie spannend eine Kette. Zack. Ziehen die ganze nach hinten und hoppala, hopp, die Kette straff. Jetzt wird es wieder fixiert. Fertig ist die Laube. Ich ziehe nach hinten, halte sie zu oben und fixiere mit der Hand. Erstmal und auf der anderen Seite mit dem Maulschlüssel. Dann kommt er wieder nach vorne. Das hier ist nicht schlimm, wird gleich nochmal korrigiert. Jetzt wird erstmal die andere Seite richtig fest geballert. So. Jetzt wird hier drüben gegen gedrückt, gegen die Felge. Hier gelöst.
Und wieder festgemacht. Fest ist es. Guck mal, ob es in der Mitte läuft. Läuft in der Mitte. Fantastisch. Ihr seid meine Helden. Ihr habt alle mitgemacht. Ihr seid wunderbar. Ihr seid die Besten, die Größten. Habt euch so gut beteiligt dran. Wie aufregend. Keiner hat was geschrieben. Ihr seid dufte. Manchmal ist es gut, einfach mal Maul halten und zugucken. So, dann hier. Stellstift kommt drin. Schaltdüse kommt drin. Halt kein Hit. Dann diese Pinüppel hier. Die Nase in diesen Schlitz, das bitte beachten. Klack. Wir sind immer noch in Gang 4. So funktioniert es so nicht anders. Stecken den Schlunz auf, drehen fest. Aber nicht zu fest, also ist ja nur, ne? Also ist nur zum Fixieren. Probieren. Ja. Und anhand dieses Geräusches kann man schon sehen, dass es schaltet. Also ja, also wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, weiß man, ob es schaltet oder nicht. Es schaltet. Es funktioniert. Ich drehe durch. Ich bin sehr zufrieden. Wir schrauben den Bremsanker noch fest. Das haben wir nämlich, das weiß man ja, ne? Der ist nämlich noch locker. Wieder 2-10er Schlüssel. 2-10er. Ihr seid so weit weg da hinten, ne? Ah. Fest, 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 fest. Wenn der Bremsanker sich nämlich löst, das habe ich ja schon öfter gesagt, dann, und man bremst, dann dreht sich der Bremsanker rum, verkantet sich im Rahmen und dreht die Narbe auseinander oder zusammen. Und wenn er die Narbe zusammendreht, dann knackt es einmal und dann ist entweder der Kugellager kaputt, das Planetengetriebe kaputt oder. Also da kann es richtig böse Schäden von geben. Und deswegen immer schön festschrauben. Festschrauben nicht vergessen. Fertig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal und drückt auf Daumen hoch. So. Ich gehe mir jetzt mal Pickel ausdrücken jetzt. So, fertig ist. Ich warte aufs nächste. Jetzt lasse ich das Rad so lange hier drin hängen, bis das nächste Rad kommt oder das Rad abgeholt ist. Das war's. Fertig. So, nee, Ständer mache ich noch fest. Den habe ich gesehen, der ist locker. Den machen wir noch fest. Jawohl, das müsste der sein. Ja. Oh, ein bescheidenes Rankommen hier bei der Rahmenkonstruktion, aber... Nee. Oh, das ist ja beschissen. Ah, das ist ja sehr bescheiden. Das ist ja wirklich bescheiden. Braucht ja Spezialwerkzeug. Oh, hat der Andi mir Spezialwerkzeug verkauft. Ah. Gut, schon mein Rücken mit Spezialwerkzeug nur. So, was ist das? Sechser. Eine Sechser, immer. 7, 3, 16. Hä? Verstehe ich überhaupt nicht. 6. Was? Hä? Kennen die alle nicht. Immerhin hochsteht, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Gibt's ja. Was steht da denn? Chrom. Ein Vieh?
Viertel. Mann! Der passt nicht. Der passt doch nicht. Warum passt denn der nicht? Oh Mann, warum passt denn der nicht jetzt? Na, Spezialwerkzeug, wa? Gott, gerade ab. Wo passt denn der nicht? Hat man schon so einen geilen Koffer und das passt alles nicht. Das ist der Koffer auch nicht geil. So, jetzt mal. Noch nie euch so lange gebraucht. Um so was festzuschrauben. So Kackständer, ey. Verstehe, warum man abschaltet. Elend kann man ja nicht mit angucken. Verstehe voll und ganz. Öde im Quadrat. Oh, VIP-Videos. 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 VIP-Video. Hallo. Ja, hallo. Grüß dich. Entschuldigung, ich brauche ein bisschen Luft. Das ist okay. Na, mach doch. Einfach tief einatmen. Okay. Dann hast du Luft. Das hier, oder? Ja, das ist eine Luftpumpe. Sehr nett. Bitte, bitte. Ah, ja, warte mal. Das. Und den haben sie ja nicht da. Warum haben sie denn den nicht da? Das ist aber auch... Ist ja so selten. Ist ja nicht 6 mm. Wunderbar.
So, ich gehe weiter aufräumen.